Nummer 4 von meinen Lieblingsproteinquellen, was ihr sicher immer in meinen Instagram-Stories seht. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Heute soll es einmal um meine Lieblingsproteinquellen gehen, die ich wirklich jeden Tag verwende. Ich habe schon mal ein Video gemacht, welche Proteinquellen gibt es eigentlich so vom Veganen her. Aber heute zeige ich euch, was ich auf jeden Fall jeden Tag eigentlich drinnen habe. Und wir beginnen gleich mal mit dem Plant Pulled, was ein Fleischersatz ist. Das besteht eigentlich wirklich rein aus Erbse und ist eigentlich, gleich mal so verarbeitet, dass man das Ganze einfach wirklich nur in die Pfanne schmeißen kann. Das heißt, ihr seht, das schaut jetzt mal so aus. Ist von den Nährwerten her auch ganz interessant, weil es eigentlich wirklich wie Fleisch ist. Es hat eigentlich nur 2,6 Gramm Fett und 24,2 Gramm Eiweiß. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in einer Hühnerversion. Das heißt, das sind dann mehr so Chunks und das ist mehr so wie so ein Pulled Pork Burger, würde ich jetzt mal sagen. Von den Kalorien her hat es 142 Kalorien, passt eigentlich genau und ist eigentlich auch ähnlich wie ein Huhn. Wie es der Zufall so will, habe ich da schon eins zubereitet. Wie ihr seht, ich mache das eigentlich meistens immer so ein bisschen mit Gemüse. Dann kommt eigentlich nur mehr jetzt zur Mahlzeit dazu der Reis oder halt vielleicht Bio-rote Linsenfossilie, um einfach den Proteingehalt nur ein bisschen mehr zu erhöhen. Das war mal so meine erste Proteinquelle, was ich eigentlich wirklich jeden Tag drin habe. Die zweite sind so Erbsen-Protein-Crispies. Zeige ich dir mal ein bisschen näher. Die sind jetzt so im Rohformat, das heißt, wie bereitet man die Ganzen jetzt zu? Ist wirklich so, dass man die einfach wirklich auch in die Pfanne oder in einen Topf schmeißen kann, mit heißem Wasser aufkochen. Ich würde dann empfehlen, das Ganze schon zu würzen, das heißt Salz, Curry, Paprika, ich habe dann auch meistens immer noch Knoblauch dabei, das Ganze einfach wirklich schon mit dem kochenden Wasser würzen. Und wenn es wirklich zuerst in einem Kochtopf kocht, also wenn es wirklich schön saftig ist, dann wird es nachher noch ein bisschen in die Pfanne schmeißen, ein bisschen ausdrücken, dass das Wasser rausgeht, dann wird das Ganze eigentlich richtig schön knackig. Und auch da ist es wirklich so, das besteht wieder aus Erbse und ist von den Nährwerten auch wieder sehr, sehr genial. Da haben wir jetzt aber natürlich auf 100 Gramm mehr Kalorien als wie beim Plant Pulled. Da haben wir 362 Kalorien, wir haben Fett 6,3 und wir haben Eiweiß da 61 Gramm. Das heißt, ihr seht, bei dem ist es wirklich so, dass der Eiweißgehalt etwas höher ist, weil es natürlich sehr, sehr leicht ist, weil das Ganze natürlich getrocknet ist. Als dritte Proteinquelle, was ich eigentlich wirklich jeden Tag drinnen habe, ist unser mTOR, das heißt die EAAs. Also generell, um einfach wirklich gut versorgt zu sein mit den essentiellen Aminosäuren. Wann verwende ich das jetzt? An trainingsfreien Tagen nehme ich das eigentlich in der Früh und mitten unter dem Tag einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel zum YouTube-Video filmen ins Gym fahre oder generell einfach vor am Cardio in der Früh. Dann an den Trainingstagen mag ich es eigentlich ein bisschen anders. Da mache ich es eigentlich immer so, wenn ich ins Gym fahre, versuche ich eigentlich immer mein Pre-Workout zu trinken und da mixe ich die eigentlich immer rein. Und dann auch direkt Post-Workout, weil ich esse meistens mein Post-Workout nicht im Gym, sondern fahre eigentlich wirklich dann direkt nach Hause und während dem Nachhausefahren aktiviere ich gleich meinen mTOR mit den ganzen EAAs und dann, wenn ich nach Hause komme, kann ich dann meine feste Mahlzeit essen. Das heißt, so mache ich das eigentlich immer mit meinen EAAs. Mein Lieblingsgeschmack von unseren mTOR EAAs ist auf jeden Fall Orange. Nummer 4 von meinen Lieblingsproteinquellen, was ihr sicher immer in meinen Instagram-Stories seht, sind die Soja-Protein-Crispies. Jetzt in dem Kakao-Format. Mag ich eigentlich sehr gern zur Reiscreme dazu, beziehungsweise zu unserem Reispudding, weil es einfach so ist, es erhöht den Proteingehalt im Frühstück und hat auch noch einen richtigen Crunch, das heißt, es ist dann richtig schön knackig einfach. Und auch hier von den Nährwerten ist es wieder so, das besteht natürlich aus Soja, das heißt, der Proteingehalt ist wieder um einiges höher. Wir haben hier 77 Gramm Eiweiß, das heißt wirklich viel Eiweiß und 3 Gramm Fett. Kohlenhydrate haben wir da 12 Gramm, das habe ich jetzt bei den anderen nicht so dazu gesagt, weil es ja heute rein eigentlich um den Proteingehalt der ganzen Lebensmittel gehen sollte. Von den Kalorien her haben wir 381 Kalorien, also sowas ist auf jeden Fall auch sehr gut für jemanden, der sich sehr, sehr schwer mit dem Essen tut oder auch schwer tut, seinen Proteingehalt über den Tag zu decken. Als letzte und wahrscheinlich leckerste Proteinquelle gibt es das Vegan Designer Protein von ESN. Ich muss sagen, das habe ich im Tag eigentlich so 2-3 Mal drinnen. Ist meistens so, dass ich es eigentlich schon beim Frühstück einbaue zum Reispudding. Dann Post-Workout mag ich eigentlich auch immer, wenn ich dann zu Hause bin, wie ich ja schon vorher gesagt habe, die EAAs trinke ich immer beim Nachhausefahren und dann wirklich so zu den Cornflakes oder so mag ich es eigentlich sehr, sehr gern dazu. Es ist auch jetzt im Vergleich zu anderen veganen
Proteinpulvern wirklich sehr, sehr gut löslich. Das heißt, es ist nicht jetzt irgendwie so staubig oder was auch immer und lässt sich aber auch sehr, sehr gut, wie gesagt, im Reispudding verwenden. Meine Lieblingsgeschmäcker da sind Cinnamon Cereal und Hazelnut Nougat. Das heißt, die kannst du auf jeden Fall auf esn.com kaufen, wie natürlich auch unsere mTOR EAAs und mich dabei wieder unterstützen, hoffentlich mit Code LION. Über das würde ich mich auf jeden Fall freuen. Das waren so meine Lieblingsproteinquellen, die was ich auf jeden Fall jeden Tag verwende. Und ich hoffe, es hat euch der Einblick ein bisschen gefallen, beziehungsweise hat euch wieder weitergeholfen, wie ihr die ganzen Proteinquellen auch sinnvoll in eurem Tag unterbringen könnt, beziehungsweise wie ihr das Ganze auch zum Kochen benutzen könnt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn es euch wieder weitergeholfen hat. Ihr wisst, wie ihr das Video supporten könnt, beziehungsweise mich natürlich auf esn.com mit Code LION. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao, pfiat euch!